So, willkommen zurück bei Machinarium. Was ist das hier für ein Kabel? Oh, das ist von der Tastatur. Da seht ihr schon mal einen Gedanken von Josef. Erinnerungen an bessere Zeit mit seiner Freundin. Warum bin ich denn jetzt so müde? Ich habe wieder ein bisschen vorgespielt, aber nicht den ganzen Screen durch. Aber ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich mal wieder einen Hotspot übersehen habe. Ah, jetzt geht's. So, Lisa, jetzt kann ich, muss ich mich beeilen. Das Ding hier fangen. Gemein, vor allem weil er da so mimiklos ist, während er dann Roboter die Glühbirne klaut. Na gut, er ist selber einer, aber irgendwie ist das ein bisschen gruselig. So, jetzt setzen wir nämlich diese Glühbirne hier ein. Oder was auch immer das ist. Ich hoffe, ihr seht das jetzt da unten nicht. Dass jemand in Skype online gekommen ist. Immer zu den ungünstigsten Zeiten. Den ganzen Tag ist niemand online gekommen. Na gut. Okay. Jetzt müssen wir... Ich hab's noch so häufig im Kopf. Es war ein Pentagramm. So, ich dachte zumindest, ich hätte es im Kopf. Naja. Das sieht irgendwie anders aus. Da fehlt doch noch immer eins, oder? Ja, ich bin ja schon leise. So. Also ich weiß nicht, malen konnte ich die immer einfacher. Das ist toll, irgendwie. Warum kriege ich das nicht mehr auf die Reihe? Ist das eigentlich weiß oder schwarze Magie? Komm her, ich glaube, es war sogar weiße. Ja, ist es. Also wenn der Zacken nach oben ist, steht es für weiße Magie. Wenn die beiden Zacken hier nach oben stehen, steht es für schwarze Magie. So ähnlich war das. Also auf jeden Fall mal das Licht aktiviert. So. Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist doch... Also, wir haben hier unten die zwei Zacken. Nein, das stimmt alles nicht. Das kann nicht wahr sein. So. Fast. Zumindest war es schon mal symmetrisch. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Warum kann ich kein Pentagramm mehr? Das ist ja nicht mehr feierlich. So. So. Irgendwas stimmt wieder nicht. Das sollte das Pentagramm sein? Oder sowas. Naja, Hauptsache wir haben es gelöst. So. Jetzt sind wir ja einen Stock höher, ne? Sogar zwei eigentlich. So, also auf zum nächsten Screen. Wie immer, speichern. So. Also gut, mal schauen, was wir hier alles tun müssen. Da hängen Jagdtrophäen an der Wand.
Kann ich nicht zu dem Wasserbecken? Na gut. Was ist mit dem Staubsauger hier? Können wir draufsteigen? Ah, da müssen wir vermutlich hier dran was machen. Nein. Hier ist ein Hebel. Was bewirkt er? Nix. Ah. Ich glaube, hier nützt uns das Ding aber noch gar nichts, oder? Ja. Na komm. Ach, runter da, Josef. Jetzt heißt der Josef runter da. Nein! Das war ein Fehler. Na gut, probieren wir es nochmal. Oh, ich hoffe jetzt, dass es wieder einfacher ist und der jetzt auch in die Richtung rutscht, in die ich will. Sehr schön. War das jetzt richtig? Weil aus der Tür kommen wir ja. Ah, ich ahne was. Moment. Der Leuchter hier. Ist nur die Frage. Zumindest so halbwegs genau bleibt er da drunter stehen. Hätten wir den nicht auch gekriegt? Wenn wir kleiner gewesen wären. Schauen wir uns mal in den nächsten Raum, wo das Ding reingefahren ist. Eine Toilette? Brauchen Roboter sowas? Na, sowas. Blumsklo. Und da hängt die Bombe. Ach ja, stimmt. Ja, die Bombe. Gott, daraufhin sind wir gerade die ganze Zeit hinterher. Stimmt. Ja, die habe ich schon vollkommen vergessen, die Bombe. Kann er nicht mitnehmen. Kann wir das... Oder da. Frag mich nicht immer noch, wozu wir das noch dabei haben. Da oben liegt eine Schere. Ich glaube, ich weiß schon, wie viel wir den Staubsauger brauchen. Ah, ja. Das ist ja eigentlich total logisch. Okay. So. Nochmal. Reicht das jetzt? Ja, das passt. So, also holen wir uns mal die Schere. Jetzt müssen wir den Roboter wieder zurückfahren. Ich frag mich nur, wozu wir Greifhaken vielleicht? Nochmal das Ganze. Ach, ich hab die Schere vergessen. Komm her. Ah, deswegen muss er sich da drauf stellen. Ich glaube, wir müssen den Strom abschalten und ich fürchte, dass wir wieder in einem Minispiel abwarten. Ausarten. Wo wir wieder 2-3 Folgen dran hängen werden. Wie jetzt? Kein Minispiel? Einfach den Schalter aufgelegt?
Wow, ich bin grad baff. Ja, damit. Okay. Warum hat er jetzt... Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert, wenn wir... den Strom wieder einschalten. Ja, ich habe gesagt, den Strom wieder einschalten. Nix. Okay. Was können wir jetzt damit machen? Offensichtlich noch gar nichts. Ja, schauen wir uns das mal oben im... Oh. Können wir nicht. Okay. Wegen der Bombe. Also müssen wir erst die Bombe entschärfen. Kätzchen, bleib bitte sitzen. Ich schau mal, ob ich vielleicht... Genau, mit dem können wir noch was machen, ne? So. Gesundheit, Katze. Warum kann ich jetzt nichts machen, wenn ich auf dem Staubsauger stehe? Was zur... Aha. Bei der Mondlandung heute den, also haben die erst so einen außerirdischen Roboter gefunden. Sehr schön übrigens, dass sie zum Mond mit einem hubschrauberartigen Gefährt fliegen können. Meine Katze zickt schon wieder und die Folge ist gleich rum und... Ah! Okay, ich möchte doch noch den Screen hier fertig machen. Das ist doch jetzt schon das längste Machinarium-Let's Play, das es gibt, glaube ich. Okay, da kriege ich ja nur wieder die Gedanken, ne? Okay, ja, kann ich das jetzt abbrechen? So. Aber ich kann währenddessen rumlaufen. Kann ich das vielleicht kombinieren? Nein. Was ist mit den Viechern da oben? Kann ich mit denen noch was machen? Und was soll uns das hier sagen, dieser Gedankengang? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Oh, die Katze ist aufgedreht. Oh, was soll uns das hier bringen, dass da die Schere daran gehangen hat? Also ich bin hier gerade sehr ratlos. Dann können wir damit gar nichts machen. Okay. Okay, ich verabschiede mich dann mal wieder für diese Folge. So ratlos wie immer. Mal einen Blick auf die Bombe. So ein schönes Panoramabild. Und damit beende ich jetzt die Folge. Tschüss.